So, herzlich willkommen zurück zu Ignignius TV. Nein, natürlich nicht. Zu Child of Light. Eigentlich passt das auch gerade sehr gut. Ja, wir heilen uns hier gerade ein bisschen hoch. Kurz vor dem Bossfight vermute ich einfach mal, dass er lange ist. Gegen unsere böse Stiefschwester Nox. Wo waren denn die Nox? Die Nox. Stargate? Ja, Stargate. Da waren die Nox, die denn. Tja, aber da war es auch voll. So! Du riskierst doch bloß eine dicke Lippe. Jetzt stürze ich dich von der Klippe. Sie ist böse, sie muss diese tiefe, bassige Stimme haben. Das ist das Ende deiner Sippe. Nun wirst du für das Vergangene büßen. Unser Land ist oben und tritt deins mit den Füßen. Und jetzt hier so eine Tekken-Simulation. So, wo waren wir denn? Ach ja, Nox digitiert zu Noxi. Oder Nexus, man weiß es nicht. Kennst du noch einer Digimon? Damals. So, wir sind... Alter, bitte was? Bitte was? Ich bin irgendwie gerade verwirrt. Dieser Tentakel ist schneller als der Rest, also wird er mal geslowt. Unser kleiner, lieber Freund hier wird jetzt einfach mal sein... Warte mal, was ist denn das hier? Blitzschlag alle. Achso, Blitzschlag alle, ja genau, das wollte ich eigentlich. Und unser Freund hier castet Spott. Perfekt. Ich hoffe, Lucy hat jetzt kein, die Alte hat keinen Konter gegen Magie. Oder an AOE. Natürlich hat er das nicht. Gepanzert, Bitch. Ups. Geheilt, Bitch. Kein Crit. Ey, komm, ich würde mal sagen, er braucht einen Trank. Schön lange zaubern. Verwundbar durch Blitz. Alter, der rockt die Alte so schnell nieder. So, ich würde mal sagen, du ziehst dir erstmal einen ganz dicken Trank rein. Und zwar so schnell es geht. Ast rein, Alter. Genau, perfekt getimed. Das gefällt mir. Ach nee, ist ja egal. Er tankt ja. Er tankt, Leute. Alter, wie genial haben wir denn das Ganze bitte geskillt zwischendurch, ja? So. Kannst auch noch einen draufhauen. In der nächsten Runde casten wir erstmal schön das dicke Schutzschild, was er noch hat. Er hat ja noch einen richtigen Panzer. So, er zieht erstmal an seiner Smoke und jetzt geht's rund, Alter. Wenn er an seiner Smoke zieht, dann ist hier Gewitter offen. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ihm auch mal einen Hurtigkeitstrank verpassen. Verteidigung, Stufe 3, Rüstung der Titan. Das ist ungünstig. Nein, er weicht einfach mal geschickt aus, der einen Peitsche. Aber da kommt die zweite, den weicht er auch noch aus. Zieht euch das rein, ganz lässig. Er ist sich nicht auspeitschen, ist keine Bitch. So, ich würde einfach mal sagen, du ziehst dir erstmal einen Hurtigkeitstrank rein. Wiederbeleben, Hurtigkeitstrank, ganz genau. Wo ist denn unser Ignignius? Der ist da, vielleicht kann er ja noch ganz kurz abwarten. Nee, der holt sich jetzt erstmal hier unten links die Blüten. So, Flutwelle. Ast rein, nur noch 47 Damage. Dieses ist einfach ein Tank-Monster. So, er zieht sich dann mal in Ruhe einen Trank rein. Hat ja genug Zeit. Da ist unser Magier wieder. Zack. Ist er wieder voll hochgeheilt. Mit 504.
dickes Schild. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem. Ich vermute mal, unser Magier wird jetzt gerade angegriffen. Ich habe nämlich gerade gesehen, oh, ein kritischer Treffer, das ist nicht schön. Aber er wurde unterbrochen, das ist viel schlimmer. 71. Wir müssen unbedingt hier, ja. Du castest trotzdem mal weiter. Ja, auf alle, das ist nicht so wild. Und du machst bitte den Spott an. Das ist eigentlich das Wichtigste von allen, dass der Spott oben bleibt. Ich habe einmal nicht aufgepasst. Aber er brauchte halt den Drang, da konnte man jetzt nichts anderes machen. Hier, Panzer, da kannst du nichts machen, Bitch. Jetzt kommt erstmal schön der Blitzzauber durch und zwei Unterbrechungen auf den Tentakeln. Aber viel länger hältst du das auch nicht aus. Eine Tentakel haben wir bereits, das ist dann auch gleich Feierabend. Was passiert eigentlich, wenn der Kopf zuerst untergeht und dann die Tentakel da auf dem Feld ist? Wir sollten es testen. Ich bin dafür. Wir hauen aber erstmal eine Heilung auf unseren kleinen Freund raus. Wir testen das noch nicht. Wir machen erstmal Mana-Trank, kurz 100% MP. Ausgewichen. Du kannst gar nichts. Verstehe das doch endlich. So, Finn ist wieder voll geheilt. Und volle Magie hat er auch noch. Er überholt sogar noch ganz lässig die Tentakel. Hier würde... hier oben ist noch eine Pflanze, die wir ausnehmen können. Gleich nochmal alle geheilt. So, ich bin dafür, Finn castet jetzt mal ein Solo auf den Kopf. Der ja auch schon ganz schön erniedrigt aussieht, hätte ich fast gesagt. Er guckt ja auch nur noch nach unten, was aber nicht unbedingt nur an unserem Lichtlein liegt. So. Oder? Doch, es liegt ausschließlich an unserem Licht. Gut, dann bin ich jetzt auch dafür, dass wir die zweite Tentakel einfach mal... wow, 87 und ein kritischer Treffer. Du bist mein Held. Dass wir noch einfach ein AOE reinzimmern. Da müsste auch die zweite Tentakel ihren Geist aufgeben und dann kannst du nur noch zubeißen. Damit also meine Fresse. In dieser Kombination haben wir aber auch wirklich, glaube ich, die perfekte Kombination getroffen, wie es hier gilt. So, er castet einfach nochmal verspotten, damit das auch ja nicht ausgeht. 61 Damage, das ist... Ich hoffe natürlich, Finn haut jetzt die zweite Tentakel weg, sonst sieht es schlecht aus für unseren... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Für unseren kleinen Krieger hier. So. Achso, nee, die wollte ich einen kleinen Heil dran geben. Dann machst du sowieso keine Schaden. 87 mit dem Crit ist jetzt nicht so der Hammer. Ich würde einfach sagen, Finn macht das Solo. Schisse. Und hier unten ist gerade eine neue Blume aufgeploppt. Voll mit neuen Wünschen. Bitte was? Wieso? Hattest du nicht gerade den Dings an? Erst. Ja, verwirrt. Na gut, was soll's denn? Bringt dir trotzdem nichts. Du wirst trotzdem verlieren. Finn! Donnerschlag! So, ich würde sagen, trotz dessen müssen wir es ja nicht übertreiben. Wir können da ruhig nochmal einen defensiven casten. Ist das denn ernst? Bist du schon wieder leer, Alter? Er zieht die Dinger natürlich auch weg wie nichts, ne? Aber die Magietränke sind sowieso nur für ihn alleine. So. Der macht einen normalen Angriff und Finn natürlich mit dem Donnerschlag. Solo-Cars, genau drauf. Jetzt bist du hier unten links eigentlich... Wow, 43. Aber besser als nichts. Aber ist fast down.
ein oder zwei Attacken noch. Und gute Nacht, Marie. Grüß mir Noxus. Nox. Alter, 72.000. Das ist erstmal ein doppeltes Level für unseren Freund Finn und unseren Tank natürlich auch, dessen Namen ich mir einfach nicht merken kann. Gut, sage ich. Gut, Knut. Da kriegen erstmal alle schön zwei Level. Mein Gott, die sind alle so stark. Aber ich musste wirklich keine andere Kombination gerade wählen. Umumbra, du hier. Ich hätte mir eigentlich gehofft, dass die Schwester noch bei uns bleibt. Nein! Meine Jüngste, tot. Mein eigenes Blut. Du. Ein unreifes Gör. Und ihr primitive Brut. Das ist die Sonne. Ach, die hat die in ihrem Körper gehabt. Na, die schnappen wir uns doch jetzt einfach mal direkt. Du kleine, kriegerische Kröte. Milde gestimmt bin ich, Stieftochter. Du hast Glück. Gib mir den Mond und die Sterne. Gib sie mir. Dann kehrst du zu deinem Vater zurück. Papa, ich fantasiere. Und doch höre ich dich. Liebste Aurora, komm zu mir zurück. Denn ohne dich, da sterbe ich. Papa, ich liebe dich. Ich kann die Lumianer nicht sterben lassen. Meine Aurora. Gut. Adieu. Nur Lug und Trug. Ha! Er gab dir diese Krone. Lemuria ist jetzt mein. Ich werde sie befreien. Ach du Scheiße. Medic! Der Vater ist down.
Seht her, die Prinzessin von Lemuria. Mutter. Hallo, Aurora. Ist es ein Traum oder? Ich wage kaum zu fragen. Nein, mein Schatz. Ich bin wirklich hier. Ganz nah bei dir. Mein Herz muss sich nicht länger quälen. Es ist wahr. Ich habe dir so viel zu erzählen. Hauptmann, mutig hast du die Prinzessin verteidigt. Komm, umarme mich, Bruder. Avo, Finn, du hast dir dem Dunkling gestellt. Jetzt bist ein Mann, du Held. Margaret, hättest du vielleicht mal Zeit für mich? Ich bin sehr beschäftigt mit allerlei. Aber mal sehen, vielleicht ist noch ein Termin frei. Umbra lauert in der Nähe. Erst wenn sie fällt, ist Lemuria wirklich frei. Los, beginne deinen edlen Zug. Denn Prinzessin braucht eine Burg. Das ist umstritten. Wie fliegen wir geschwind dorthin? Darf ich bitten?